Auf dem Eis einer, der könnte Andrei Vaschenko noch seinen dritten Platz streitig machen. Der Lokalmatador Philipp Candeloro. Die Musik Mission Impossible. Ich glaube, hier in Führung zu gehen, das wird wirklich eine Mission Impossible für Candeloro. Aber Rang 3 oder 4 ist möglich, wenn er fehlerfrei bleibt. Und auch den dreifachen Tulup hinter den Achse. Sehr unglaublich. Im Einlaufen zweimal die Kombination Dreifachachsen-Doppeltulup. Hier legt er noch einen Pfund drauf. Jetzt ist auch für Philipp Candeloro alles möglich. Ja, wohl doch nicht. Unsaubere Landung beim Lutz. Philipp Candeloro. Die Kombination, die hätte ich ihm nicht zugetraut. Nur dann unterlief ihm noch der Fehler beim dreifachen Lutz. Schade drum. Trotzdem wird er hier vom Publikum frenetisch gefeiert. Er ist wieder zurück. Nach dem letzten Jahr, das nun wirklich überhaupt nicht nach seinen Vorstellungen verlief. André Brunet, sein Trainer, kann sicherlich zufrieden sein. Der Axel, eine Umdrehung, die zweite und auch die dritte. Und jetzt kam die eigentliche Überraschung, dass der da noch den Tulup dreifach dran setzte und dann noch so sauber. Das war schon irre. Dürfte sich trotz allem oder vor allem wegen des Fehlers beim Lutz nicht vor den deutschen Meister Andrei Vlaschenko platzieren, müsste so auf Rang 4, 5 sich einpendeln. Hier sehen wir nochmal den Lutz in der Zeitlupe.
die zweite Hand zur Hilfe, die Hand zur Hilfe und glaube auch noch den zweiten Fuß. Gute erste Hälfte, sagt er. Reiht sich, wie schon vorausgesagt hat, hinter Andrei Rylatschenko ein. Bislang auf Rang 4. Die Wertung geht in Ordnung, genau da hätte er sein müssen. Philipp Candolo also mittlerweile auf Rang 4.